Hallo Freunde, heute zeige ich euch, wie ihr ein Mandala-Tier erstellen könnt. Als erstes färbe ich dieses Mandala mal ein, füge dann einen Hintergrund hinzu, den muss ich jetzt nach unten schieben und ich mache ihn mal in einer anderen Farbe, und zwar dem Gelb. Jetzt gruppiere ich die beiden miteinander, also das Mandala und den Hintergrund. Suche mir ein Tier aus, welches ich schon erstellt habe. Wie zum Beispiel diesen Gorilla. Wenn man ein Bild wieder öffnet, entsteht ein neues Inkscape-Dokument. Man hätte es auch importieren können. Dann wäre es direkt da reingekommen. Ich kopiere das jetzt und füge es über mein Mandala wieder ein. Und jetzt ziehe ich den Affen noch auf die Größe des Mandalas. Wähle beides aus, klicke dann auf Objekt. Maske und Maske setzen. Bei Maske setzen wird oftmals die Transparenz erhöht. Deswegen duplizieren wir das jetzt noch einige Male. Und fertig ist mein Mandala-Tier. Die Duplikate gruppiere ich jetzt noch einmal, damit es ein Affe ist. Und zwar mit Steuerung G. Wie ihr gesehen habt, konnte ich ihn jetzt als Ganzes verschieben. Wer jetzt noch mehr über Inkscape lernen will, klickt auf den ersten Link in der Beschreibung. Ich freue mich auch über jeden Like und jeden Kommentar. Lasst doch gerne ein Abo da.